Neue Folge Shadow Tactics. Schattiger als hier bekommt ihr es nirgendwo. Keine Ahnung, wie ich diesen Samurai ausschalte. Hätte ich gesagt, noch vor wenigen Minuten. Jetzt weiß ich es aber. Ich drücke auf das Knöpfchen und er ist tot. So einfach ist das. Dann löschen wir vielleicht noch die Fackel. Und dann kann ich mich hier nämlich völlig frei bewegen. Ha, ist das schön. Ist das schön. Und der Samurai, der ist Fujikato. Der Typ hier, der sieht leider relativ genau alles. Wo kommt denn das Licht her, wodurch der hier gucken kann? Hier ist irgendwie Licht. Ist das der Lichtschein von hier oben? So, ich würde gerne hier unten langschleichen und das Gespräch belauschen. Ich glaube, das könnte mir gefallen. Aber wie genau mache ich das? Ist das hier unten einer, den man ablenken kann? Nee, ist eine Strohhutwache. Scheiße. Wie machen wir das denn dann am dürfsten? Können also hier unten, könnte man irgendwie runter... Achso, warte mal, ich kann den doch eigentlich ablenken einfach. Ich hab doch Eiko. Ich hab das Eiko-Mäuschen. Ich habe doch das Eiko-Mäuschen. So. Danke, war ein schönes Gespräch. Ja, die Fackel sollte auf jeden Fall an sein, aber... Ach, ist ja nicht schlimm, ne? Passiert schon nichts. So, und dann würde ich einfach mal diese Strohhutwache hier nach bestem Wissen und Gewissen ablenken. Hallo! Ja, schönen guten Tag, der Herr. Darf ich mit Ihnen über Gott und die Welt reden? Cool. So. Dann kann ja Yuki mal ein bisschen lauschen. They will take all the rice from your granaries and also your oxen. See that it is done. Jawohl, Herr. Ich freue mich sehr, dass ihr uns alles wegnehmt. They will not survive the year. If they wanted to eat, they should have joined our cause. The mighty Kage-sama has ordered that we take the city of Kanazawa tomorrow. I want the men well fed. I will instruct the officers to give out extra rations. Kanazawa Castle will be our bulwark against the wrath of the Shogun. Once it is ours, we will hold it until Kage-sama arrives with his army. Make sure the carts. Now we know Okoto's and Kage-sama. Was? Au. Okay, das klappt eher so mittelmäßig. Aber ist ja auch gar nicht nötig, dass Yuki sich da hinsetzt. Das hat ja mit dem Abhören auch völlig ausgereicht. Mit ihr hier runter zu gehen, mit der Verkleidung geht das ja alles. Problemlos. So, sie kann sich ja dann auch hier in Sicherheit begeben. Ja, wir haben erfahren, dass die Rebellen einen gewalttätigen Angriff planen auf ein Schloss oder eine Burg. Und diese Burg dann befestigen wollen gegen die Truppen des Shoguns. Dort wollen sie verharren und warten, bis Kage-sama, also der Oberrebell, der Rebellenanführer, ankommt mit seiner Armee. Und ja, dann wird es dort wahrscheinlich zu einer Abwehrschlacht kommen. Das können wir jetzt überspringen, das haben wir schon mal gesehen. Okay. Dann können wir endlich hier abhauen. Wird aber gar nicht so einfach sein. Das heißt, sie lenkt jetzt hier wieder den Typen ab. Dann können unsere beiden Schnuckelinchen hier hinten lang schleichen. Schleich, schleich, schleich. Schleiche die Schleich. So. Gehen wir hinten rum, den großen Weg. Und dann haben wir es ja eigentlich auch schon fast geschafft. Speichern. So. Hier unten ist auch niemand mehr, der irgendwas mitbekommt. Vielleicht nicht aufrecht stehend da langlaufen sollen. So.
Und wir haben zumindest schon mal einen wichtigen Teil geschafft. So, und sie kann ja jetzt ganz entspannt hier langlaufen. Denn, ja, eine Geisha darf sich überall entlang bewegen. Das stört niemanden, außer vielleicht den ein oder anderen Samurai. Warum auch immer der keine Geishas mag. Dabei haben die doch meistens ganz gutes Geld und Geishas müssen ja schließlich auch bezahlt werden. Gesellschaft kriegst du nicht umsonst. Zumindest nicht, wenn du so eine hervorragend ausgebildete Tänzerin, Sängerin, Teeserviererin und Gesellschafterin im Allgemeinen buchen möchtest. So, geschafft. Also, jetzt geschafft. Wait. What now? It would be wise to follow the general and learn more about his plans. I will hide among his entourage as a concubine. Good idea. But your plan's too risky. Take the raft. I'll follow them at a distance. Will you hide atop the nearest mountain and read their lips from there? Why not both of you? Two's better than one. No, Yuki-chan. One of us must inform Lord Noboru. Aiko-san, I can do it. This is an urgent matter. Too important to leave it in the hands of a child. I am not a child. I'll get there in time. Hey, she's right. Let her go. Oh, very well. But I must stress how important this message is. Do not fail me in this, child. Hi, Aiko-san. All right. Let us begin. Let us begin. Lasst uns beginnen. Wir haben es geschafft. Yes. Spione in Hida erfolgreich bestanden. Wir haben nicht allen Dorfbewohnern geholfen. Wir haben nicht alle Fackeln gelöscht. Wir haben nicht die Patrouillen in der Taverne belauscht. Wir haben eigentlich gar nichts hinbekommen. Verdammte Scheiße nochmal. Da hat ja wieder mal überhaupt nicht geklappt. Egal. 2 Stunden hat es gedauert. Ja, die Missionen in diesem Spiel sind nicht unbedingt schnell zu erledigen. Am erfolgreichsten war wieder mal Yuki. Die habe ich irgendwie offensichtlich am liebsten mit ihren Fähigkeiten. Danach kommt Hayato und... Also, was die Kills angeht. Oder Nutzung von Fähigkeiten. Und Aiko hat am wenigsten Leute umgebracht. War aber sehr, sehr, sehr wichtig. Gerade am Ende mit ihrer Gesprächsfähigkeit und dem Ablenken. Ohne sie wären wir da nicht bis zum Ende gekommen. Muss man schon mal sagen. Aiko auch sehr wichtig, aber eben nicht so tödlich. Mission 7. Suganuma. Klingt lustig. Kuma führt Yuki nach Saganuma, wo Mugen und Takuma von den Rebellen überwältigt wurden. Was? Nein. Mugen und Takuma wurden überwältigt von den Rebellen? Das kann ja überhaupt nicht sein. Ja, schauen wir mal rein. Das Problem ist, dass die Ladezeiten, die habe ich jetzt ja meistens dann doch eher übersprungen. Die wollte ich euch nicht zumuten, häufig. Aber jetzt schneide ich sie, glaube ich, nur minimal. War gar nicht so lang, die Ladezeit. Gut für uns. Gut für mich, muss ich nicht so viel schneiden. Wie konnte das denn passieren, dass die uns überwältigen? Poor little raft. All alone at the shore. But I'm almost there, yes? Hey, you're Kuma, right? Der antwortet leider nicht. Der kann nicht sprechen. Is Takuma-sama here? Hey, what's that in your fur? Blood! Uh-oh. No. No, 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 something's wrong. Maybe... No, no, stupid. You told Aiko-san you'd be fast. You promised. Stupid. No. No, I have to help. Aiko-san is smart. She'll understand. Show me. Where's Takuma-sama? Come on. Takuma-sama. You know? Ja, Kuma, führ uns zu Takuma, deinem Herrchen. Nächste Ladezeit. Yay! Takuma kann auf Seile schießen, an denen schwere Lasten hängen. Cool. Habe ich noch nie gemacht. Sollte ich vielleicht öfter mal
nutzen solche Fähigkeiten. Okay, also auf dem Weg zu Mugen, wo wir ja Bericht erstatten sollten in Form von Yuki, treffen wir auf den kleinen pelzigen Freund von Takuma-san, Summer, sprich dem alten Scharfschützen. Und scheinbar hat er Blut im Pelz. Es ist etwas Schreckliches geschehen. Wie wir ja schon aus der Missionsbeschreibung wissen, ist tatsächlich etwas Schreckliches geschehen, nämlich Takuma und Mugen wurden überwältigt von Rebellen. Die Rebellion hat sie überwältigt. Grauenvoll. Und wir haben es wieder geschafft. Wieder eine der ewigen Ladezeiten überstanden. Will death take me now? Perhaps it has been long enough. Psst. Takuma-sama. Huh? Yuki-chan. It's you, child. Are you alone? Yes. I followed Kuma here. The others couldn't come. What happened? Darkness and horror. The rebels slaughtered the farmers. Most of them are dead. Oh nein, alle tot. Tot. Mugen tried to help. Now he's a prisoner himself, being interrogated and most likely soon executed. No, we'll save him. It's impossible, child. We are hardly a force to be reckoned with. We have to try. He's our friend. You don't leave friends behind. Such a young mind. Hey. Very well, Yuki-chan. If we shall die, we might as well do so with purpose. Lead the way. Okay, krass. Die Situation ist desolat, möchte ich sagen. Wir sind ein alter Mann und ein kleines Kind, also ein junges Mädchen, gegen eine ganze Armee von Rebellen, die hier überall Zivilisten hinrichten. Oh Gott. Okay, das Spiel nimmt gerade eine sehr, sehr düstere Wendung an, möchte ich sagen. Wir gucken mal auf die Karte. Hier rechts sind diese ganzen Reisfelder. Hier sind Gebäude relativ nah beieinander. Da kann man vielleicht ganz gut langschleichen. Aber auch sehr viele Wachen. Hier oben sind auch nochmal... Hier kommt man vielleicht irgendwie am Rand lang, übers Reisfeld, hier hinten über die Leiter hoch und dann von hinten an die... an den Hauptplatz hier ran, wo Mugen leider schade so ein bisschen vor sich hin vegetiert, während er verhört wird oder gefoltert oder whatever. Na gut, schauen wir mal, was sagt denn die Mission? Ein rebellischer Samurai verhört Mugen, töte den Samurai und befreie deinen Freund. Okay, gut. Dann fangen wir mal an, würde ich sagen, hier vorne mit dem ersten Wachmann. Einfach wieder Schritt für Schritt, so wie wir das kennen. Ah, okay. Also wenn wir in Pfützen laufen, eine neue Spielmechanik ist mit drin, dann macht das Geräusche und man hört uns. Dann laufe ich mal um die Pfütze rum. So. Fuck! Da war auch noch einer? Okay. Seht ihr? Da dachte ich, ich töte mal meinen ersten Feind. Aber Quatsch mit Soße, mache ich nicht. Es ist nie so einfach, wie ich dachte. Oder wie ich denke. So, jetzt dreht er sich um. Jetzt kann ich den Typen hier erledigen. Ach Mann, jetzt bin ich doch durch die scheiß Pfütze gelaufen. Arr. Irgendwas ist immer. Okay, warten wir auf den Typen hier. Und dann nicht durch die Pfütze laufen. An sich war ich ja relativ vorsichtig. Ich bin am Rand gelaufen, aber wohl nicht vorsichtig genug. Ganz schönes Scheißwetter. Oh, jetzt hat der Typ hier oben das gesehen. Der da hinten? Wie soll ich denn da überhaupt weiterkommen hier bei dieser ganzen Ecke? Damn it! Ich bin mir nicht sicher, was hier abgeht. Wer sieht denn den alles? Der da hinten guckt, der guckt. Das ist mir hier alles, ehrlich gesagt, ein bisschen viel gerade. Der da hinten... Muddy floor. Shh. Rats too.
Okay, also der... Ich verstehe halt echt nicht, wie der das von da hinten aus sehen kann. Es pisst aus so vielen dicken Eimern. Der kann das nicht sehen von da hinten. Ach scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Ich werde jetzt mich hier verstecken und... Und den jetzt einfach nach hier hinten locken. So, machen wir hier die Trap hin. Na komm. Na komm, du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen, mein Freund. So. Dann nutzen wir doch einfach die Fähigkeiten mal richtig, ne? Nachdem ich mich viermal doof angestellt habe, stelle ich mich nur noch halb so doof an. Ist das nicht toll? Wunderhübsch. Speichern. Erster Gegner tot. Der erste von hoffentlich vielen. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch machen können. Also der da oben ist ein Problem. Aber im Feld hier, im Reisfeld, dürfte er mich doch eigentlich nicht sehen, oder? Er dürfte mich doch jetzt nicht sehen, wenn er jetzt hier rein tappt. Zack. Tot. Sieht kein Mensch, merkt niemand. In den Feldern ist man doch vergleichsweise sicher. Speichern. So, wo latschst du lang? Na, hier darf ich nicht so viel rumlaufen, weil hier könnte man mich hören. Ach, scheiße. Und sehen. Vor allen Dingen sehen. Okay, also man kann mich offensichtlich auch sehen hier in dem Feld. Dann bleibe ich vielleicht mal hier hinten und gucke, wo der jetzt lang latscht. Okay, also hier ist eine Stelle, wo er stehen bleibt. Ja gut, ich kann ihn doch aber auch... Mann! Das gibt es doch nicht! Ich habe den Überraschungsmoment, das Überraschungsmoment auf meiner Seite und trotzdem bringt das alles nichts. So, Falle gelegt und... Ach Mann, jetzt echt? Das war so... Na, lauf rein. Lauf rein. Ah! Gibt's doch nicht. Dammit. Das war echt knapp. Hat sich echt so knapp neben die Falle gestellt. Der Typ hat einen echt blöden Weg, so. Der ist echt schwer einzuschätzen. Aber eigentlich kann ich ihn nur hier irgendwo erledigen, weil sobald er wieder da hinten ist, steht da ja sein Kumpel. Und dann sehen die sich gegenseitig. Das ist auch blöd. So, jetzt. Lauf da rein, lauf da rein. Lauf da... Ah, nee! Schon wieder knapp daneben. Menno, das ist doof alles. Ist alles doof. An sich muss ich mir doch nur mal hier einen Punkt markieren. So, diesen da. Vielleicht läuft er jetzt da durch. Ja, gut. Egal. Also, die Typen im Reisfeld, die kriege ich schon noch tot. Braucht halt vielleicht noch ein, zwei Anläufe oder fünf oder zehn. Aber das sehen wir dann nächste Folge. Bis denne.